Das Air-Lift-System ist ein System, das es ermöglicht, das Auto vorne kurzzeitig höher zu stellen, damit ich einfach in Tiefgaragen, in Parkhäusern mich wie ein normales Auto bewegen kann. Und damit werden natürlich so sportliche Autos, die sehr tief sind, viel, viel alltagstaugiger. Am Hockenheim möchte ich natürlich jetzt die letzten Zweifel beseitigen, ob das System auch wirklich keine Nachteile bringt, wenn ich rennmäßig schnell fahre. Wir fahren jetzt erstmal mit System auf Zeit und dann bauen wir um auf Normalfahrwerk und dann probiere ich es nochmal und dann bin ich erst hundertprozentig endgültig überzeugt, dass es in Ordnung ist. Ich bin jetzt mit Airlift gefahren. Wenn mir das niemand gesagt hätte, hätte ich es nicht gemerkt. Interessant wird es natürlich jetzt nachher, wenn es ausgebaut ist, ob ich dann irgendeinen Unterschied fühle. Aber bislang würde ich sagen, man kann es in keiner Weise spüren. Die Zeit war absolut identisch, war kein Unterschied. Aber nicht nur die Zeit, sondern auch mein persönlicher Eindruck. Du kannst nicht feststellen, dass sich irgendetwas im Fahrverhalten verändert. Und das ist natürlich auch das große Ziel gewesen, dass man sich auf der einen Seite zwar den Vorteil einsammelt, dass man das Auto jeden Tag überall benutzen kann, aber nichts an Performance, an Renntauglichkeit verliert. Und das ist absolut hundertprozentig aufgegangen.